Moin und nach langer Zeit wieder willkommen bei uns. Das Intro wird von Mal zu Mal nicht besser, aber mir ist auch noch nichts Besseres eingefallen, weil ich die... Nein, das ist nicht das Intro, meine Ansprache. Dein Intro ist super. Soll ich dir übrigens das neue Intro zeigen? Das haben wir dir noch gar nicht gezeigt, oder? Wir haben ein neues Intro. Das spielt er jetzt ab. Genau. Jetzt. Ja, ich hoffe, das hat gefallen, falls nicht dem zahnlosen Vogel da mal einmal auf den Sack klatschen. So, nun, wir haben heute eine Kleinigkeit, die es so, glaube ich, gar nicht mehr gibt, weil es, glaube ich, doch nicht durchs Beschussamt gekommen ist. Und zwar Tagging-Granaten. Finde ich fein. Und zwar gibt es von der ganzen Nummer, die Firma Tekken ist so, ich glaube, lass mich nicht lügen, tschechische, polnische, man hätte sich informieren können, aber es ist ja egal, auf jeden Fall eine osteuropäische Firma, die sich im Airsoft-Bereich das Thema Granaten und alles drumherum, also alles, was Puff macht, so als Thema geschrieben hat. Da haben wir gesehen eine riesen Variation an Handgranaten, Rauchgranaten, Flashbangs. Hast du nicht gesehen? Dann das Tagging-Granatwerfer-System, also das 40mm-System, den Standalone-Werfer, die verschiedenen Shells, die verschiedenen Granatentypen als solches. Und angekündigt jetzt ein Vollauf-Mörser-System. Also so richtig Mörser-Squad-mäßig. Sogar so ein Scheiß mit Tablet oder Handy dran klatschen und richtig Koordinaten ausrechnen und hast du nicht gesehen. Ab von Gut und Böse, auch preistechnisch hochinteressant. Ich fand das Ganze so geil, dass ich mit der Unterstützung vom lieben Kollegen beim MWSS, beim Megawaffen Software Shop, mir selber die Green Gas Shell besorgt habe. Das ist im Endeffekt, jetzt habe ich das schon wieder weggetan, ist natürlich clever. ja, das ist im Endeffekt eine 40mm Shell für euren ganz normalen 40mm Werfer. Das sieht von unten genauso aus, wie ihr es kennt. Das sieht von der Seite nicht genauso aus, wie ihr es kennt und von vorne schon gar nicht. Das ist im Endeffekt 6,5 Stunden später. Das ist im Endeffekt dieselbe Base. Ja, dieselbe Base wie die alle anderen Green Gas Shells, also gasbefüllten 40mm Shells auch haben. Nur, dass wir halt anstatt dieses granatenförmigen, dieses geschossförmigen Mists, den wir da drauf schrauben, schrauben wir halt dieses. Das ist ein James Bond Intro. Ja, schrauben wir auf jeden Fall dieses gerifelte, das ist nicht ganz unwichtig, Röhrchen da drauf und werfen das Ganze in unseren 40mm Werfer. So, jetzt denken sich alle, es ist ja wundervoll, dass wir jetzt hier... Moment. Eine Ewigkeit später. Jetzt denken sich alle, es ist ja ganz wundervoll, dass man da jetzt einen gerifelten, also gezogenen Lauf drauf hat und alles. Aber was machen wir denn jetzt damit? Wir verschießen Granaten. In dem Falle, was ich mir besorgt habe... Diese Babys hier, das sind die Tekken Reaper Shells. Die haben nichts mit unserem Airsoft Reaper zu tun. Aber ich fände es cool, wenn es so wäre. Das sind tatsächlich, das ganze Ding ist das Geschoss. Und das fliegt tatsächlich, also wir haben mal so grob getestet, wenn ihr den Winkel richtig haltet, 100 Meter... Also echte Meter, ne? Nicht Airsoft-Meter, echte 100 Meter.
Und nach 3,5 Sekunden, wenn durch das Gas diese Platte hier gebrochen wurde und dann halt diese Zündung da drin ausgelöst ist, nach 3,5 Sekunden macht das Ding richtig böse Peng. Und da hatten wir zum Glück auch die Gelegenheit, das mal zu testen auf Weze. Man hat es uns erlaubt. Nicht gegen Leute, aber ne, mal so. Und dann sage ich, spiel doch mal hier die Clips ein. Wir haben die auch mit. Wir haben die Sachen auch mit Slow-Mo gefilmt, so ein bisschen. Soweit es unsere iPhones zulassen. Sein iPhone, ich habe keins. Ich kann mir kein iPhone leisten. Dafür habe ich einen besseren Rechner als er. Man sieht so eine leichte Träne hinter der Brille laufen. Ja, egal. Auf jeden Fall spiel das jetzt mal ein. Ja, nö, ist ganz geil, knallt gut. Dazu habe ich mir jetzt noch diese Packung hier geholt. Und das sind eigentlich nur zugeklebt. Dummy Shells. Da passiert nichts, wenn ihr die verschießt. Die fliegen einfach nur. Die sind ganz cool zum Trainieren, zum sich mal angucken, wie das Ding fliegt, was tatsächlich passiert. Soweit auch ganz cool. Die haben hier vorne so einen härteren Schaumstoff als Spitze. Also es ist jetzt auch nicht so bösartig, wenn man sich damit mal trifft. Also es tut schon weh, aber Das Problem ist nur, wenn ihr harte Gegenstände damit trefft. Ich gucke jetzt mal gerade eben. So richtig schön versaubeutelte Spitze, weil. Ja, da. Wenn ihr damit mal irgendwie eine Wand trefft oder so, dann versaubeutelt ihr die Dinger halt komplett. Und das Ding hier fliegt nie wieder halbwegs gerade. Also, die ist eigentlich für den Arsch, die kann man so nehmen und wegschmeißen. Witzig. Auch davon haben wir Aufnahmen. Wie nämlich bei Airweb, als wir da waren, ein paar Kollegen der geilen Meinung waren, dass sie das System noch lustig finden würden und wir denen mit den Dummies mal so ein paar auf den Hintern setzen sollen. Auch das zeigen wir euch jetzt. So, dann erkläre ich jetzt noch mal ein bisschen was zu der Funktion von der ganzen Nummer. Ja, also, ihr geht hin, wie bei jeder 40 mm Granate, ihr schmeißt hier unten euer Gas rein. Dann in diesem Falle nehmt ihr euer Projektil, stopft das in diese Shell rein, ganz bis nach unten, mache ich gleich auch. Und dann könnt ihr es verfeuern. Warum ich das jetzt nicht mache, ist, ich zeige euch jetzt gerade mal was. Ich habe eben den gezogenen Lauf von der Patrone, also von der Shell, angesprochen. Hier mit diesem, ja, Griffel an dem Geschoss selber gehen wir in diesen gezogenen Lauf rein. Und das passt dann natürlich tatsächlich auch nur in den Zug. Und dann damit und mit diesem schwarzen Ring, der oben drauf ist, kriegen wir tatsächlich eine ziemlich gute Abdichtung zu dem Rohr. Und dann fliegt das Ding auch dementsprechend. Ja, also die gehen wirklich ein paar Meter weit flöten. Und ich weiß nicht, ob der liebe Ohne Zahn das Material noch hat. Hast du das Material noch mit den ganzen Granaten, die verkackt haben?
Ja. Gut. Ja, scheinbar hat das noch. Dann möchte ich euch nämlich gleich noch was zeigen, weil, wie ihr jetzt vielleicht hier in so einem kleinen Fensterchen oder irgendwie so seht, hatten wir ernsthaft Schwierigkeiten, die Reaper-Granaten zum Explodieren zu kriegen. Ich habe tatsächlich bei diesem Probeschießen, was wir da gemacht haben, habe ich 50 Euro, also ne, da kommen wir gleich noch drauf, verböllert. Nur damit wir mal rausgefunden haben, was nötig ist, um diese Dinger tatsächlich zum Explodieren zu bringen. Wir haben nämlich den Fehler gemacht, obwohl es draufsteht und obwohl es von denen selber in den Videos gesagt ist, wir haben mit dem ganz normalen ProTec Green Gas die ganze Nummer befüllt. Entschuldigung. Und die ganze, da ist nicht genug Zug hinter. Das platzt nicht. Das ist natürlich relativ gruselig, wenn man das Ding dann verfeuert. Man denkt, das geht gleich hoch. Und dann liegt da diese nicht explodierte Patrone und nichts passiert. Was ich damit sagen möchte, um es auf den Punkt zu bringen: Ihr braucht, um hier hinten diese Fuse zu zünden, wir haben es nachher hingekriegt mit Red Gas. Also mindestens Red Gas, wenn nicht sogar Black Gas. Ihr braucht was Härteres als Green Gas. Normales Green Gas hat nicht genug Bums, um die Tech-Ins hochgehen zu lassen. So, Deutsch, ne? Haben lange nicht mehr gefilmt. Ich kriege das nicht mehr so auf die Kette. Was wollen wir noch? Ach so, ja. Ich glaube, dann müsste man das ein bisschen mit der Verfügbarkeit noch sagen. Ich kann auch ein bisschen noch mal auf die Preise eingehen. Ja. Und zwar, um jetzt noch mal ein bisschen auf die Preise einzugehen, um ein bisschen drüber zu quatschen. Ihr zahlt, also ihr kriegt diese Granaten in so einem Pack, ne, in so einem 10er-Pack. Und das ganze Pack kostet, wenn ich mich jetzt nicht irre, 99 Euro. Also ihr zahlt im Endeffekt 10 Euro pro Schuss. Das auch bei den Dummies. Also das ist schon eine ordentliche Summe. Ich meine, ich habe jetzt schon Bilder bei Instagram und so gesehen von einem Typ, der damit umgerechnet 400 Euro an Tech-In-Patronen rumgerannt ist. Aber soll Leute geben, die haben es. Ich jetzt nicht so sehr. Und die Shell als solches ist auch umgerechnet nochmal knapp 100 Euro. Jetzt denkt man sich, okay, die haben doch auch den Standalone-Werfer bei Tekken, wo ich dann nur die Shells reinschmeißen muss, nur die Geschosse reinschmeißen muss und die Shell nicht mehr brauche. Ja. Der kostet aber an sich alleine knapp 800 Tacken. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Dafür, dass ihr im Endeffekt da so ein Ding durch die Gegend pfeffert, was nirgendwo großartig erlaubt ist, kommen wir nämlich zum nächsten Negativpunkt. Unser Beschussamt hat sich neuerdings gedacht, das Zeug muss geäfft werden. Zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe, war dem noch nicht der Fall. Was ich nicht weiß, warum. Weil ich glaube, das wurde irgendwie ins Feuerwerk mit eingezogen. Also dieses ganze System kam nie als, ja, Schusswaffe, freie Waffe ins Spiel, sondern das ganze System war als Feuerwerk einzuordnen. Ja, dem ist jetzt wohl nicht mehr so, weil wir hier einen Lauf haben, weil da ein Geschoss durch beschleunigt wird mit kalten Gasen, bla 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 bla. Bekommt ihr das jetzt, soweit ich weiß, so gar nicht mehr momentan? Es tut mir leid für alle, die jetzt gehypt sind. Aber ich kann euch trotzdem die Check-in-Handgranaten, also die Flashbangs, die normalen HE-Granaten, also die Frag-Granaten und die Rauchgranaten von Tekken. Wobei die Rauchgranaten, das sage ich jetzt nicht, weil die habe ich noch nicht ausprobiert. Kann ich euch trotzdem ans Herz legen. Die kriegt ihr auch immer noch beim MWSS. Genauso wie ihr die Shells, ach, die Geschosse, immer noch bei MWSS bekommt. Halt nur das Abwurfsystem nicht mehr. Und das ist ein bisschen schade. Deswegen sage ich auch keinem, wo ich das hier versteckt habe, damit das keiner klauen kann. In Ja. seinem Popo. Du solltest das doch keinem verraten. Ja, Jetzt wissen die das doch wieder alle. Du bist so eine Pfeife, aber ne? selbst wenn die das wissen, da ist so viel Platz, dann müsst ihr das gefunden haben, haben die irgendwann Das das Ding geäfft. seid ihr eine Weile mit beschäftigt, das ist richtig. Fick dich übrigens. Ja, das würde ich sagen, war es dann soweit wieder von uns für dieses Mal. Ja, Standardding, ne? Da ist die Tür.
Mal aus die Scheiße. Ich hasse dich jedes Mal mehr, ne? Das ist so unfassbar. Oh boy.